Es war für mich immer so, dass meine Instrumente immer so teuer sein mussten wie meine Autos, die ich fuhr. Die kosteten auch ungefähr immer so viel. Das stimmt bis heute immer noch. Also sind immer noch gebrauchte Autos. Und es startete mit 300 D-Mark für so einen blauen Käfer. Ich weiß nicht, auf den Kasseler Bergen ist er mir dann verreckt. Aber die erste Gitarre war natürlich ganz furchtbar. Die erste Gitarre war, weil ich eigentlich, habe ich gebaut, weil ich eigentlich Gitarre spielen wollte. Und hatte damals, ich hatte schon sehr früh mit 21 eine Familie, mit 22. Hatte aber kein Geld mehr, eine Gitarre zu kaufen. Ich hatte natürlich gereizt von diesem Baum, den du im Wald findest, bis zum Saitenaufziehen, das alles selber zu machen. Das kann eigentlich überhaupt keiner verstehen, dass man sein Leben lang immer nur Gitarren baut, immer nur diese 10 Stücken Holz zusammenleimt und das immer wieder macht und immer wieder macht und immer wieder macht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dieses Gitarrenbauen an allen Ecken der Welt praktiziert habe und überall, wo ich in Ferien war und in Urlaub war, denke ich drüber nach, wie könnte man hier leben und hier eine Gitarrenwerkstatt machen. Ich habe damals noch Aufträge gemacht, was ich heute erfüllt, was ich heute nicht mehr mache. Ich baue nur noch Gitarren so, wie ich sie will und nenne sie, wie ich sie will. Ich habe keine konstanten Typen und so. Also wenn du bei mir ins Regal greifst, da hörst du 5 Gitarren, die sind alle völlig unterschiedlich. Ich baue selber klassische und Flamenco-Gitarren. Ich habe manchmal aber ein paar Mitarbeiter, ein paar Kollegen, die bei mir was mitmachen wollen und die können sich dann einen Bereich außerhalb dieser beiden Gitarrensorten krallen. Die Phase der 30. Sekunde beim Anschlag. Wenn bei einer Western-Gitarre das Plektrum die Seite verlässt oder der Nagel die Seite verlässt, diese Phase des Tons, diese Phase entspricht dieser Impulsantwort, wenn ich auf eine Gitarre draufklopfe. Weil es ist nichts anderes als ein Klopfen. Das mögen auch die Gitarristen. Diesen Impuls beim Verlassen der Seite. Wie die Finger sich an der Seite fühlen, wie die Finger sich ablösen von der Seite. Um diese Phänomene habe ich mich sehr, sehr lange gekümmert, bestimmt seit 20 Jahren. Ich habe mir dafür so ein Programm bauen lassen von einem Institut hier in Hamburg, das mich in die Lage versetzt, das, was in der Gitarre an Holzbewegung passiert, sichtbar zu machen. Es gibt so Leute, die immer so tun, als wenn sie so traurig sind, dass irgendeiner eine Gitarre kauft. Ich freue mich immer. Das ist so mein Stolz, meine Arbeit. Das ist wohl das, was einen als Handwerker ausmacht.